Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Wir sind jetzt hier kurz vor Lestalum. Da haben wir ja gesagt, komm, dann machen wir mal hier für die nächste Folge einen Break, damit wir dann nicht mittendrin aufhören, sondern dann können wir uns dann nochmal so ein bisschen Zeit nehmen, um uns das alles anzugucken. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal einfach weiter. Und anders hier. Das war die Melodie. Hey, hey. Ziemlich große Stadt, was? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn. Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Also die Melodie, wie ich vorhin gerade sagen wollte, es war jetzt ganz schön heiß hier. Schon wieder. Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Ja. Können wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Also nochmal, es gab ja bei Final Fantasy VII auch so ein Luftschiff, mit dem konnte man später fliegen. Und das war halt die Melodie dann davon. So, das kennen wir natürlich, da ist ja hier die Platte. Ich glaube, das ist so eine Stadt, die ist mehr so an, ja, so Kuba, Havanna so angelehnt. Grüßen. Das ist jetzt unsere erste große Stadt, Komm, sage ich wollen wir mal. uns das mal ansehen, Noct? Was denn? Ja, klar, gucken wir uns das mal an. Interagieren, los. Jetzt vielleicht FM und Pfefferschoten. Bester Kilbass Pfeffer aus das Geschmackhaft eingelegt. Sieht gut aus. Willst du nicht langsam nach Hause? Du hast doch morgen Schicht, oder? Ich? Nö. Ach, was? Ich tanz mir die Müdigkeit vom Leib. Du bist echt hart im Nehmen. Ja, da geht's tief runter. Da ist die Seilbahn. Bin mal gespannt, ob man da auch fahren kann mit ihr. Guck mir das so vor, da gab es da gerade so was zum Interagieren. Ja, wahrscheinlich hatte ich da ein Knick in der Pupille. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Fotozeit. Oh, großartig. So. Ah, da ist sogar auch was versteckt. Silbermünze. Schön ausguck. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. So eine tiefe Schlucht. Da hinten die Berge. Ah, da sind die. Okay, ich habe die gesucht. Man hat die von da gesehen. Jetzt waren sie irgendwo weg. Aber gut, jetzt wissen wir, wo die ungefähr so sind. Gab es hier vielleicht wieder irgendwo was? Nicht so hastig. Das sieht aber gut aus. Oh Mann, das ist garantiert lecker. Das lässt sich auch unterwegs kochen. Geil. Und schon wieder was Neues gelernt, Ignis. Man kann auch sagen, was man will, aber zumindest die Städte hier, die sind ziemlich groß jetzt für Final Fantasy, muss man so sagen, habe ich so den Eindruck. Jetzt haben wir zwar noch nicht viel gesehen, aber die sind schon größer als sonst immer so in der Regel ist. So, ich glaube, da können wir hier nur vorbeifahren, genau. Da geht es irgendwann dann zum Ausgang.
Ich weiß aber auch nicht, ob man hier in alle Gebäude reingehen kann. Okay. Letztendlich lande ich doch immer bei den Zen. Mann, so viele Leute. Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Die Countess-Platte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich kracht uns hier nicht. Nach dem Tod von Prinzessin Luna Freya findet sich eine immer größer werdende Schar von Trauernden am Fenestala-Palast in Tenebrae ein. Viele Menschen reisen eigens an, um Prinz Ravus Nox Fleury zu sehen. Den letzten Überlebenden des Hauses Fleury. Doch auch er ist seit den Unruhen in Insomnia nicht mehr gesehen worden. Viele Anhänger der Tenebrea-Königsfamilie sind nun besorgt, dass nicht nur Prinzessin Luna, sondern auch Prinz Ravus etwas zugestoßen sein könnte. Was eine Hitze. Vergeht einem direkt die Lust. Ei. Ja, wir haben auch schon bald wieder Gut siehst du aus. Tagesende. Jo, danke. Danke dir. Wartet mal, können wir kurz hier was mit dem Fertigkeiten? Naja, genau, da wollten wir doch auch was machen. Nee. Das hier war das, genau. Okay. Die Angriffskraft immens, ja, okay. Komm, dann machen wir jetzt das hier. So. Ja, also ich glaube schon von der Größe wird die Stadt vielleicht so größer als sonst sein, was so typisch Final Fantasy ist. Aber ich glaube mal so, dadurch, dass man natürlich jetzt auch nicht alle Gebäude betreten kann, ist das natürlich auch wieder so eine Sache. Wow, hat er das gespürt? Das Erdbeben gerade? Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg? Also ich habe schon eine Vermutung, wer das oder was das war. Ihr seid am Leben. Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich. Gut siehst du aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Fürs Erste. Lass uns nachher unter vier Augen reden. Gern. Ja, der hatte seine Schwester bestimmt auch einiges so nochmal zu erzählen. Bestimmt. Hat sich auch Sorgen gemacht. Jared und Talcott, schön, euch zu sehen. Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergebt meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis, gute Nacht. Iris, wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noct, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja, danke dir. Was ist? Noctis! Luna Freya, sie war vor einer Weile hier, in Lestalum. Sie hat die Stadt sofort wieder verlassen.
Aber wenigstens ist sie am Leben. Verstanden. Danke. Also dann, ruht euch erstmal aus. Ja gut, ich meine, dass sie nicht tot ist, die Lunafreya, das wussten wir auch schon, weil es gab ja so eine Sequenz, dass die ja an diesem Insomnia-Checkpoint, dass die da angekommen ist. Und jetzt, dass, wenn wir hören, dass sie jetzt hier auch in Lestalium vorbeispaziert ist, dann ist sie noch am Leben. Also das klingt ja schon mal gut. Das ist doch schon mal... Also Noctis, deine Braut ist noch am Leben. Gucken wir wieder ein bisschen was. Jo. Ich frage mich eigentlich immer, wie das mit den Fotos ist, ob die jetzt alle die gleichen Bilder haben oder ob das auch mal so ein bisschen von der Situation abhängig ist, vom Ort. So. Muss bald irgendwas mit den Fotos machen. Der nächste Morgen. Na endlich, du Schlafmütze! Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Tirkett spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Los, lasst uns auch gehen. Okay. Okay, gehen wir. Klasse, ich führe dich rum. Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt. Viel Spaß, Iris. Also noch mal kurz zur Info, die beiden kennen sich auch schon von früher, Iris und Noctis. Das kann man dann auch noch mal im Anime Brotherhood sehen, also die sind sich jetzt nicht unbekannt. Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Komm schon, mir nach! Ja, ich komm ja. Ich komm ja. Immer mit der Ruhe. Ja, wir können ja auch rennen, wenn du willst. Was möchtest du essen? Bei Nacht ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Mhm. Okay. Die geht alleine. Da liegt irgendwas, da können wir mal kurz was einsammeln. Einen Heiltrank, wie viel haben wir eigentlich schon? 17 Stück. Club. Das ist der berühmte Partellum-Markt. Hier findet man alles. Macht das nicht Spaß? Ignis. Ich würde am liebsten alles kaufen. Der Ort ist wie für dich geschaffen. Ja, das finde ich auch. Ist Ignis vielleicht auch hier irgendwo? Es würde mich nicht wundern, wow. Sag ich mal. Sieh dir doch nur all die tollen Sachen an, Noct. Wartest du kurz? Ich möchte was kaufen. Okay. So, fertig. Als nächstes geht's weiter zum Kraftwerk. Haben wir jetzt so eine eigene Sightseeing-Tour? Willst du vorgehen oder soll ich dann? Okay, dann gehe ich vor. So, ich glaube, ich hoffe mal, wir kommen hier durch. Ist auch noch was? Verrostete Münze. Das ist also das Kraftwerk hier, so. So.
Kommen wir, denke ich mal, aber auch nicht später durch. Das ist das Kraftwerk. Hier wird die Energie für die Fabriken gewonnen. Aber halt dich fest, in Lestalum übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Sowohl im Kraftwerk als auch in den Minen und Fabriken. Okay. Ja. Die armen Frauen. Wieso arm? Also, ich find's toll, dass sie hier ernst genommen werden. Nächster Halt, Pekla Panorama Park. Was machen die Männer, wenn die Frauen hier am Arbeiten sind? Machen die Männer dann nichts oder was? Liegen die auf der faulen Haut rum? Mir gefällt die Architektur ganz anders als in Insomnia. Ist doch noch, glaube ich, was gewesen, oder? Jupp. Ist auch noch was? Wieder eine Gedenkmünze. Mein Gott, wir haben ja aber viele von diesen Gedenkmünzen. Ah, Iris wird uns jetzt hier angezeigt. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Da bist du. Da hast du auf uns gewartet. Ich gehe mal davon aus, wir gehen dann jetzt hier am besten. Wahrscheinlich hier. In dem Laden hier schmecken die Getränke alle lecker. Ach ja? Doch, das ist aber nicht so ganz begeistert. In so einem Wagen will ich auch gern mal fahren. Ja, nicht schlecht. So. Wir sind da, Noct. Am Pekla Panorama Park. Schau doch mal, man sieht den Meteor. Noct, sag mal, ist das jetzt ein Date? Wenn's so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Das stimmt wahrscheinlich. Keine Angst, ich sag ihm nichts. Naja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. So sieht's aus. Ob die anderen wieder da sind? Lass uns zurück ins Hotel, okay? Okay. Mach mal. Ja, ich glaube, Gladio wäre da vielleicht nicht ganz so begeistert. Und außerdem hat der eine Verlobte, der... Unser Prinz. FM und Oliven. Eingelegte Oliven aus dem fernen Altissia. Okay. Die Autos sehen auch ziemlich cool. Also nicht nur die Architektur sieht hier so ein bisschen so aus wie nach Kuba oder ja, nach Havanna oder so, sondern auch die Autos sehen hier irgendwie so speziell aus. Ist das wieder heiß heute? Ein Lied wär's bestimmt. Gut siehst du aus. Also man kann sagen, was man will, aber man hat sich ja auch schon für die Städte hier Mühe gegeben. Also das haben die doch schon interessant gemacht. Bin mal aber auf Altissia mehr gespannt. Das soll ja ziemlich an Venedig angelehnt sein. Ob die anderen wohl schon zurück sind? So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Noct. Hat Spaß gemacht. Oh, du Arme. Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. Aber jedenfalls habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft, Noct. Oh. Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung.
Da haben wir auch noch eine Radiofläche. Aufgabe abgeschlossen. Vielleicht können wir auch gleich mit dem Radio nochmal kurz. Da seid ihr ja. Talcott hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Stimmt. Etwas höflicher, Talcott. Ach was, ich bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis, in der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. Es könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Mhm. Wollen wir mal nachsehen? In Ordnung. Vielen Dank, Talcott. Gern geschehen. Ja, dann haben wir unser nächstes Ziel schon. 2 Kilometer. Hier kommen wir leider nicht hoch. Schade. Klingt gefährlich. Schafft ihr das zu viert? Nehmt euch bloß vor Sichern in Acht. Kann gut sein, dass dort welche lauern. Und wenn's gefährlich wird, benutzt Gladi als lebenden Schild. Nehmt euch bloß vor Sichern in Acht. Kann gut sein, dass dort welche lauern. Auch nicht. So. Adravus Nox Fleury, sein Amt als Oberkommandant angetreten. Der Oberkommandant befindet sich derzeit zur Behandlung seiner Verletzungen in Galea. Schon bald soll er jedoch dabei helfen, die chaotischen Zustände in Insomnia endlich unter Kontrolle zu bringen. Nun die Jagdnachrichten. Soeben erreichen uns neue Informationen zum Behemoth, der im Süden des Alstorlandes sein Unwesen treibt. Der als Nebelauge bekannte Behemoth, dessen Namen von einem verletzten Auge hier rührt, hat sich gestern erneut in der Nähe der Chocobo Ranch gezeigt. Nach Zerstörung einer Anbaufläche soll er in Richtung des Nebelwaldes geflohen sein. Okay, da muss man sagen, wenn man jetzt die Demo gespielt hat, wenn man die kennt, dann wird man damit jetzt was anfangen können. Zu Hause auf den Straßen der Welt. Königsöl. Wenn ihr Auto auch etwas von der Reise haben will. Königsöl. Umrüstung und Wartung in jeder unserer Werkstattfilialen. Energie durch Exineris. Uns liegen Gesundheit und Wohl der Bewohner Lestalums mehr als alles andere am Herzen. Wir sorgen deshalb auch in Zukunft für eine störungsfreie Energieversorgung. Wir fördern mehr als Energie. Wenn es um Fischgerichte geht, kann ich nur das Restaurant zur Perle am Galdinkai empfehlen. Zwar liegt der Fährbetrieb nun schon eine Weile still, die Fischereiflotte geht jedoch nach wie vor ihrem Geschäft nach. Fangfrischen Fisch gibt es nicht nur in Altissia, liebe Zuhörer. Ich hatte das Vergnügen, die Empfehlung der dortigen Schiffkirchen probieren zu dürfen. Der Fisch dafür war nur wenige Stunden vorher gefangen worden. Ist das wieder heiß heute? Okay. Kommt da noch was Neues? Hallo, ich bin's, Kenny Crow! Kennen Sie schon unsere neuesten Köstlichkeiten im Krähennest? In der Hauptfiliale in Altlestalung gibt's ein geheimes Spezialmenü. Der Konkurrenz immer eine Schnabellänge voraus. Krähennest! Oje. Zu Hause auf den Straßen der Welt. Okay, das kennen wir schon. Ja gut, dann würde ich mal sagen... Ja, da haben wir jetzt hier ein paar Nebenquests, aber nein, das wollen wir jetzt auch nicht machen. Soweit müssen wir also. Nein, dann machen wir es einfach. So. Also müssen wir dann da weiterfahren. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Fahren wir mal weiter. Wobei, vielleicht sollte man unterwegs auch noch mal gucken, dass man da nicht irgendwo noch übernachtet, weil ich glaube, so im Dunkeln wäre das nicht so prickelnd und außerdem können wir uns nur noch mal ein paar Boost holen. So ein bisschen was hier, damit wir ein paar positive Zustandseffekte haben. Die gibt's also auch hier? Wir könnten ein paar Packungen kaufen, für den Notfall, wenn uns die Zutaten ausgehen. Gut, demnächst mal. Demnächst mal, ja. Ja, genau. Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich offen? Ja, hier grüßen einen alle auf der Straße. Stimmt. Anders als in Insomnia, was? Da grüßen die Menschen nicht mal den Prinzen. Naja, wobei, wenn jetzt alle paar Meter immer jemand kommt und einen grüßen würde, das wäre jetzt auch, glaube ich, nicht so prickelnd.
Dann soll man auch irgendwann mal seine Ruhe haben. Na, jetzt in den letzten paar Folgen gucken wir uns, ich weiß jetzt, ich glaube in der letzten Folge sind wir losgefahren. Also da sehen wir jetzt auch ein bisschen mehr von der Welt. Nicht immer nur das Gleiche, das ist auch mal was Gutes. Gucken, ob es hier irgendwo dann auch gleich zum Pennen gibt, aber ich glaube eher nicht. Da kommen wir aber noch nicht hin. Also die Duskai-Region haben wir hier schon mal so ziemlich offen, wo wir fahren können, aber hier gibt es dann noch mal so einen Punkt. Da kommen wir nicht. Süd. Rizora, Blockade. Das Ost. Palaret, Blockade, okay. Hören wir mal weiter. Okay, jetzt sind wir bei Final Fantasy 8. Das ist quasi das Intro. Mann. Aber ich finde cool, dass wir mal endlich mal so ein bisschen weiter hier kommen und mal uns auch mal so ein bisschen hier die Gegend angucken und ein bisschen was wieder Neues sehen. Dabei haben wir aber auch noch nicht die alten Gebiete, also hier diese Wüste, diese Ödlandschaft, die haben wir auch noch nicht komplett erkundet. Muss man halt dazu sagen. Auch irgendwie kann man hier überall rumrennen, das ist auch ziemlich interessant. An dem Fluss kann man da unten bestimmt auch Fische fangen. Oh, jetzt sind wir ein bisschen näher an dem Berg. Ich glaube, hier müssen wir erst mit einer Pause. Ich glaube, tanken wäre auch vielleicht nicht verkehrt. Ja, genau, hier sind wir richtig. Also hier, das ist irgendwie dieser Berg, glaube ich. Was man hier später machen kann, keine Ahnung, aber ja. Wenn wir sehen können, ich weiß jetzt nicht, ob wie weit hier noch außerhalb hier was noch kommt. Ob die Karte noch erweitert wird, aber zumindest was die Gegend hier angeht, da haben wir noch sehr, sehr viel zu erkunden. Ja gut, Freunde, die Folge ist auch schon bald zu Ende. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, dass wir mal hier irgendwie, ja, uns nochmal umgucken so ein bisschen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um das Schwert. So. Da können wir übernachten. Eigentlich wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht, bevor wir da hingehen, da nochmal zu übernachten. Nur so eine Vermutung. Nee, aber man merkt echt, dass die diese Zustandsveränderung, diese positiven, dass die doch Illumina Motoröl bringt, auch den rostigen Kolben zum Singen, okay. Nee, aber man merkt schon, dass man da ordentlich damit dann nochmal so einen Boost bekommt. Naja gut, ich denke mal, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Freunde, und schön, dass ihr mit dabei wart.